Ich war 28, als ich wieder bei meinen Eltern zu Hause einzog. Das ist mein Vater und das bin ich. Irgendwann kam ich auf die Idee, die Erlebnisse und die Sprüche meines Vaters zu twittern. Und jetzt ist ein Buch draus geworden. Mein Vater ist schräg und erst recht seine Ansichten. Als ich mit 13 auf meinen ersten Schulball ging. Du trägst doch nicht etwa Parfum? Junge, in diesem Haus gibt es kein Eau de Cologne, bloß das Parfum deiner Mutter. Den Duft kenne ich nur zu gut und glaub mir, es ist schon sehr befremdlich, wenn der 13-jährige Sohn riecht wie die eigene Frau. Mein erster Tag im Kindergarten. Und, wie war's? So, so anstrengend. Wenn dir schon der Kindergarten derart auf den Sack geht, dann sehe ich für deine Zukunft rabenschwarz. Die erste Reise mit meiner ersten Freundin. Ihr wollt nach Vegas? Also das verstehe ich nicht. Ihr seid weder alt genug zum Spielen, noch seid ihr alt genug zum Trinken. Ihr könnt höchstens ein Hotelzimmer mieten und... Ach, jetzt habe ich's kapiert. Ganz schön clever. Es war mir eine wahre Freude, dieses Buch schreiben zu dürfen. Oder, um es mit meinem Dad zu sagen, ich hoffe, es geht den Leuten nicht komplett am Arsch vorbei.